Oh, ich bin beeindruckt, weil er zumindest einen Timer schmeißt. Aber Gear hat er keins, der Lead, ne? I got your lead, Tank. Ja, wunderbar, hat mir Lead gegeben. Ey, mach ich ja mal. Warte mal, ich hab nicht aufgepasst, was für Fixe sind. Soll ich einen Big Pull machen? Einfach aufs Risiko, dass das scheitert? Wir machen mal nur die zwei Gruppen. Also, normalerweise machst du alle hier, aber ich weiß nicht, was das für Leute sind. Das sind irgendwelche Franzosen. Wie gesagt, nichts gegen Franzosen, aber da ich schlichtweg jetzt die nicht kenne und weiß, wie gut die sind. Wobei, ich habe mir den Worry angeguckt und der hat interessantes Gear an. Sagen wir es mal so. So irgendwie 450er-Items und sowas. Und sieht mir aus, ob der Char jetzt mal schnell neu ist und hochgezogen werden muss. Deswegen machen wir da jetzt lieber mal keine krassen Sachen, sondern nur so kleine Geschichten. Also wir haben verstärkt. Das ist Trash-Buff. Wimmelnd heißt mehr Trash-Mobs. Dann bebend ist der Shit um uns rum. Und natürlich haben wir wieder einen Haufen Milis dabei. Und dann haben wir weg. Das ist ganz normal der Seasoner-Fix. Also der ist jetzt nicht. Also es wäre wahrscheinlich easy gegangen, hier die noch mit dazu zu pullen, ne? Aber wie gesagt, wenn ich da nicht weiß, was das für Kollegen sind, dann machen wir das lieber safe, bevor bei der ersten Gruppe wir schon vipen, ne? Mittlerweile so viele Keys mit Randoms gelaufen, dass ich ein bisschen vorsichtiger unterwegs bin. So Skips und so versuche ich auch nicht mehr zu machen, weil das meistens eh nicht klappt. Also warte mal, wir haben unten. Mein, wir sind Vollidioten, wir haben ja unten den Dings, ne? Ich glaube, Freehold habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal gemacht. Seit, seit hier 8.3. Sonst war ich nicht mehr in Freehold drin, tatsächlich. Du musst hier, also ich wollte jetzt gerade hier hochgehen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Hat er sich jetzt ernsthaft von diesem riesen Kreis wegscheppern lassen, der Hunter? Ach. Also, nee, komm. Da reden wir jetzt nicht drüber auf. Das ist geschenkt. Ist geschenkt. Der hat sich halt echt von dem Kreis wegscheppern lassen, ne? Du, ich habe keine Ahnung, wer das war, der da. Was ist denn das eigentlich? Wir sind 16er Key, ne? Okay. Ein 16er Key. Stell mal den am besten da hinten so ein bisschen in der Ecke ab. Also irgendwie so richtig krass Damage haben wir leider auch nicht dabei. Ich habe Disengage on CD, hat er geschrieben. Ja, man kann auch einfach rauslaufen aus dem Ding, ne? Also. Ja gut, egal. Ne, es kann passieren, dass du da drin stehen bleibst. Ich hab mir jetzt gerade gedacht, der Hunter läuft da durch, ne? War jetzt gerade schon kurz. So, jetzt schauen wir mal. Die Mobgruppe, die haut tatsächlich auch mal ganz gut Damage rein. Jetzt ziehen wir uns mal so hin und so. Schauen wir mal, was die an Damage machen. Also der Hunter, der hat jetzt ordentlich reingebrezelt. Der Hunter, sage ich, der Demon Hunter. Der hat da reingebeamt, war bei 200k, das ist doch nicht schlecht. Das ist meistens so eine Gruppe, die doch ganz gut reinhittet. Bin bei 100. Also, aber so ganz schlechter E-Schaden machen sie nicht. Die sind alle ganz okay. Also, ich war schon in so Gruppen, wo dann einer auf 3, auf 4, 5 AE-Mobs irgendwie 20k fährt. Wo du denkst, wie geht das in 8.3? Und vor allem auch, ne, jetzt nicht irgendwie 410er Gear, sondern tatsächlich auch mit dem Gear oben. Ich habe jetzt extra auch weniger Corruption hier angezogen, tatsächlich. Weil, ja. 3, 2, 1. Normalerweise, naja, super, jetzt habe ich natürlich die Dings hier daneben gejagt. Normalerweise spiele ich halt noch mit einem Zwielichtsverwüsten mehr. Aber dann bin ich halt über 40 Corruption, und dann spawnen diese Viecher und naja. Ich sag mal so, normalerweise geht das halt easy, aber wenn du halt random unterwegs bist, ne, weiß halt nie, wie schwach ist der Heiler auf der Brust, wie sehr sabotieren dich die DDs rein, wenn dann noch so ein Viech zusätzlich kommt. Oh shit, warte mal, wo ist der Vogel? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Kommt das schon? Bisschen gucken. Hütet euch.
Ich gehe hier gerne ein bisschen weiter mittig. Weil manchmal, wenn es blöd. Na gut, wir müssen ihn eigentlich aus der Pfütze da rausziehen. Ah, okay. Da kommt er. Wenn der dich als Tank erwischt, also der killt mich nicht, ne? Der macht nicht so viel Schaden. Bloß, wenn du nah am Rand stehst und der dich rauscharged und der Boss halt dir dementsprechend nachläuft, dann resettet halt der Boss und das hatte ich hier schon mal, ne? Das passiert dir einmal, der Boss war fast tot und dann resettet er und dann passiert das nie wieder, weil das ist halt schon peinlich, wenn du den Boss dann komplett nochmal spielen darfst. Deswegen bin ich da mittlerweile so ein bisschen, ne? Bisschen, das machen wir lieber nicht noch. Ich hab's hier, glaube ich, geschafft, fast jeden Boss einmal zu resetten. Es war ein so ein Todesrun, ne? Hier, erster Boss, habe ich mich ganz. Der Boss war schon tot eigentlich, der war auf 1% und ich dachte, der Charge kommt gar nicht mehr. Was passiert natürlich? Der Dude haut noch sein fucking Charge raus. Er charged mich raus, der Boss hatte nur noch ein paar K Leben, ist rausgerannt, ist resettet, wir durften den kompletten Boss nochmal spielen. Und da war Boss-Buff, also wir haben lang für den Boss gebraucht. Das war ganz schön peinlich. Und dann beim zweiten Boss gibt es da auch so eine Kombi, wo sie chargen. Ne? Ich war in der Ecke gestanden, der hat mich gecharged, hat mich einen Ticken aus der Ecke rausgekickt und der Boss ist auch resettet. Und der Endboss, ich weiß nicht, ob das im selben Run war, da bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Habe ich es auch schon geschafft zu resetten. Und zwar meinten da die Leute immer, ja, da kann nichts passieren, einfach hier in der Ecke, ne? Und der kann da nicht resetten. Ja, Pustekuchen, der kann da schon resetten. Und zwar, wenn du in der einen Ecke stehst, super, jetzt stecken wir hier natürlich alle ganz aufeinander. Wenn du da in der einen Ecke stehst und das blöd läuft, da ist der Boss relativ schnell mal resettet. Achso, komm, hauen wir hier mal die Expo drauf, den Charge gehen wir mal raus. Ich glaube, bis auf den. Ich weiß gar nicht, habe ich den einen auch schon mal versehentlich resettet? Den High-Boss? Ich meine nicht. Meine, den habe ich bis jetzt noch nicht, aber den. Also, ich hatte da schon Runs, die nicht so gut waren. Also, theoretisch hätten wir jetzt hier die Pat auch dazu ziehen können, aber ich spiele jetzt mit der Gruppe einfach komplett safe. Kein Bock auf irgendeine Scheiße und einfach durch hier. Beim. Warum muss dieser fucking Monk, also klar, Monk-Heiler, der macht auch Melee-Damage, ne, kann hier nochmal ein bisschen zusätzlich drauf damagen, aber wenn diese Scheiße kommt, dann soll er halt einfach rausgehen. Wenn du dich dann, wenn du eh schon diesen dummen Affix hast, dass du dich da wegliest. Naja, gut, jetzt ist er zumindest rausgegangen. Oh, die habe ich versehentlich jetzt gepullt. Die wollte ich eigentlich gar nicht pullen. Die wollte ich eigentlich pullen, habe versehentlich noch Ding draufgehauen, Mondfeuer. Der eine Mob ist noch gestorben. Gut, das wären jetzt dann doch ein bisschen viele Mobs. Ich habe gar nichts ready. Okay. Jetzt kriege ich Live-Parkour. Vielleicht muss ich die dann ein bisschen kiten. Ja, super. Jetzt habe ich natürlich keine meiner ECDs ready. Da müssen wir raus. Ah ja, er gibt mir. Ja, super. Jetzt wurde ich da. Das hat jetzt einfach gar nicht viel gebracht. Aber es. Moment geht's. Na, warte mal, ich ziehe Wall. Nicht, dass mich das noch killt. Okay, da haben wir den Affen auch noch dabei. Lassen wir uns nicht chargen, habe ich mir überlegt. Oh, wenn ich jetzt halt hier meine Inke oder irgendwas gehabt hätte, ne? Ich habe vorher alles rausgehauen. Haben wir halt gar nichts. Keine Explo, kein Motorrad, keine Inke. Aber der Pull war jetzt nicht geplant tatsächlich. Das können wir einfach hier spielen. Muss ich jetzt gar nicht irgendwo hinziehen. Na gut. Ja, komm. Ich kann die mal einmal inkern und dingsen. Die kleinen Mobs. Unnötig, aber gut. Also theoretisch könnte ich jetzt das Portal unten irgendwo ablegen, aber. Ich muss die kleinen Mobs mal killen. Die stacken mich halt übelst hoch, ne? Jetzt habe ich sie mal weggekickt, dass es einmal resettet. Ja, aber es gibt immer mal wieder Leute, die auf mich zukommen
und irgendwas für Echtgold kaufen wollen, aber das mache ich ehrlich gesagt nicht, weil das lohnt sich meistens im Verhältnis sowieso nicht. Und ne, zu eigentlich dürfte nichts passieren, aber du weißt ja nie. Fuck, das haben sie mich. Das war jetzt natürlich sehr suboptimal. Wir kommen aus dem Portal raus. Da waren noch Mobs gestanden. Und ich hatte halt auch keine Wut, war halb tot. Das ist natürlich jetzt echt ätzend. Dass wir jetzt die Pat und die Mobs gepult haben. Ja, jetzt habe ich meine Inka ready, weißt du? Und meine Heilung. Das war jetzt ein bisschen dumm. Es waren nur ein paar Meter, dass es auseinander ist. Hätten das andere Portal nehmen sollen. Gecharged, gestunt und in allem Shit drin. Ne, die Mobs brauchen wir nicht. Naja. Das war jetzt eher unglücklich. Eher unglücklich. Alter. Das ist halt so dumm. Sie sind halt einfach alle stehen geblieben. Habt ihr das gesehen? Einfach alle auf dem Stack stehen geblieben. Auch der Heiler. Warum muss er da. Keine Ahnung. Ohne Scheiß. Die Woche mit diesem Beben-Shit. Ich spiele so ungern mit Melees. Weil das Problem ist, es müssen halt die DDs eigentlich weggehen und nicht der Tank. Weil wenn ich als Tank weggehe, läuft der Mob halt mit und dann bringt es halt nichts, weil die DDs dem Mob nachlaufen und dann auch wieder sich wegexplodieren. Schon zu oft gehabt. Zieh mir selber hoch, ich habe keine Ahnung. Ich bin wieder auf den Keks. Dann hast du wieder so einen Monk-Heiler, der meint, er muss hier so ein Shit machen. Echt. Stelle ich mich so hin, dass ich zwielicht zur Wüstung da rein nudeln kann. Den desorientieren wir erstmal. Dann hauen wir gleich noch die Explo rein. Und zwar jetzt. Dann haben wir noch HT. 3 Minuten irgendwas. Ah. Lieben wir die beiden noch nebenbei weg. Die anderen wollen wir jetzt nicht adden. Er steht da halt immer noch. Lauf jetzt nicht in den Boss rein. Können wir nämlich halt hier gleich wieder HT. Normalerweise lässt du ihn aus, aber wir haben jetzt so lange rumgemacht, dass wir halt jetzt eh gleich wieder HT ready haben. Ohne Scheiße, ich komme halt nicht an die Mobs ran zum Antanken, wenn die da hingehen. Und mit der Explo, ne? Weil das haut schon viel Schaden raus. Also vorher gesehen, ne? Wenn da drei übereinander stacken mit dem Scheiß, wie sie es jetzt auch wieder machen, da ist dann halt relativ schnell Feierabend. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Können wir eigentlich auch noch dazu ziehen? Oh, renn mir. Okay, da müssen wir jetzt dann gleich nochmal exploren. Motorrad rein. Einmal knocken. Brüllen, kicken wir mal. Oh, wie oft kommt der Shit denn noch? So, jetzt haben wir HT wieder. Können wir dann gleich beim Boss HT durchziehen. Wie viele Mobs haben wir denn schon? 71%. So. Soll sich nochmal hinhocken, der Heiler. 3, 2, 1. Ich muss mal gucken, ob das wieder der Gammler ist, der hier mich in die Ecke knockt. Hier in der Ecke resettest du den Boss.
Tatsächlich, ja super, wir sind voll. Ui, ui, da würde ich jetzt ein bisschen auseinander. Nee, das ist nicht der Boss, der, glaube ich, knockt. Wenn der Stahl. Ah, dann laufen wir mal einmal rum. Muss ein bisschen aufpassen, ne? Wenn du so eng in der Ecke stehst, kann das auch oft mal schief gehen. Ziehen wir sie wieder ein bisschen raus. Vielleicht kriegen wir es hin, bei jedem Boss HT ready zu haben. Aber wir haben ja schon relativ viel Trash, also können wir eigentlich hier gleich. Warte mal, wo haben wir hier eigentlich noch die Pylonen? Eins. Warte mal, sind es nicht immer fünf? Wie viele, wir haben doch erst zwei gespielt, oder? Bin ich jetzt gerade echt. Ich bin jetzt gerade echt bisschen. Sind noch immer fünf Pillar, oder? Bin ich jetzt blöd? Weil hier sind noch zwei und wir haben zwei gespielt. Keine Ahnung. Hier musst du echt aufpassen, dass du nicht versehentlich die unten pulst, weil dann hast du den ganzen Laden an die Hacken. Hier hatte ich auch schon meinen Spaß. Ich glaube, wir overcappen fast ein bisschen mit dem Trash, ne? Wobei, jetzt sind die Werte ein bisschen anders. Ah, das ist, glaube ich, jetzt nicht gut, den zu adden. Boah, den lassen wir da hinten mal ausflippen. Shit, das Rang. Oh, der Monk! Läuft da halt wieder. Der soll einfach wegbleiben da. Schicken wir sie mal weg. Bringt er mich halt einmal hier. Ein Hund. Okay, dann haben wir den Pylon. Danach brauchen wir eigentlich dann so gut wie keinen Trash mehr. Ah, der spricht schon mal an. Perfekt. Die eine Gruppe können wir dann sogar noch machen. Also irgendwie, teilweise heilt der Heiler mich halt gar nicht mehr, ne? Glaube, der haut dann mit drauf und dann lässt er mich halt so auf irgendwie Hälfte leben. Oh, wo ist das Schweinchen? Nein, charge da nicht drauf, lass die halt runter. Was ist denn mit dir? Ich pull die halt runter, er chargt halt volle Lotze rein. Hat er jetzt schon den Grund, dass ich die hier runterkommen lassen wollte? So, Schweinchen. Irgendwer sollte jetzt das Schweinchen nur einsammeln. Nicht das Tank, ist eher ein bisschen schlecht. Fuck, das kriegst du da drin nicht gesammelt. Eigentlich macht das, kann das der Heiler ganz gut machen. Eins brauchen wir noch vom eingeölten Schwein. Na. Okay, da haben wir es. Haben wir jetzt noch irgendeinen Mob hier? 92 sind wir. Bis Ludwig hier rankommt.
Machen wir die zwei kleinen noch. Eigentlich können wir dann dazwischen, bis der eine rauskommt. Na gut. Also du hast oben die Spinne noch. Und die Spinne kannst du eigentlich mit dem Boss machen. Das ist eigentlich kein Stress. Was bringen denn die beiden? Die bringen so 2%, oder? Sowas, diese Mini-Bosse. Irgendwie sowas um den Dreh rum. Die ganze Zeit hier der Scheiß spawnen. Warte, machen wir das mal so. Haut schon ganz gut raus, ne? Der Boss hier. Oder, ich glaube, der heilt mich einfach nicht. Ich glaube, der zieht einfach nur Damage drauf. Ja, der macht halt 26k. Aber da muss ich halt übelst defensiv spielen. Bringt halt jetzt auch nicht so viel. Ja. Macht der eine Route? Ja, ich habe mehr so Dungeons Tools, aber da war ich jetzt zu faul für, mir da eine Route zu machen hier. Einfach so für den Oh fuck it. Ne, den dürfen wir nicht adden. Einfach nur für den Weekly Key. Da müssen wir weg. Naja. Die waren da schon erschreckend nah dran gestanden. Aber bis jetzt ist keiner verreckt, ne? Da bin ich ja schon... Klar, ich hätte mir auch am Anfang mit dem Tool eine Route machen können, aber... Ja, da war ich jetzt halt schlichtweg zu voll. Okay, das muss easy reichen. Wir haben da noch zwei Bosse. Das reicht easy. Da haben wir sogar overgecapped. Da haben wir sogar overgecapped. Ja, wunderbar. Ging gleich eine Zwillichtsverwüstung rein. Nee, also viel zu viel haben wir jetzt nicht gemacht. Du kannst jetzt hier direkt zum Endboss durchskippen. Wir haben vielleicht 2% zu viel gemacht. Also das ist in Ordnung. Okay. Die DDs sind greedy. Du musst ja keine Mobs mehr machen, weißt du? Mit dem kannst du zum Endboss durchskippen und die Spinne spielst du halt einfach mit dem Boss. Das geht schon. Das Problem ist, ich wollte halt hier in der Arena die dazu pullen, dass du nicht unnötig rumstehst, ne? Und da waren jetzt halt die zwei Großen nur noch dran gestanden. Ich hätte jetzt auch noch einen Haufen Kleine machen können, das wäre die andere Möglichkeit gewesen. Aber viel zu viel, würde ich jetzt nicht sagen. Ein Ticken. Oder was bringen die Bosse? Die bringen glaube ich, so irgendwie 1, irgendwas, ne? Ja. Wahrscheinlich haben wir 2 bis 3% zu viel gemacht. Die kleinen, hier, was ich hier gepult habe, die hat man nicht gebraucht. Aber weiß man's. Ah, da waren wir eh nur rumgestanden sonst. Was, der Heiler ist? Oh mein Gott. Ich könnte ihn jetzt retzen, aber ich glaube, das schaffen wir auch so. Heben wir uns den BR für den Endboss auf. Falls da irgendwas schief geht. Ich war im Kampf verwickelt. What the fuck? Ja, jetzt werden wir alles zu voiden. Das wird jetzt eklig, weil ich jetzt hier den Weg zu voide. Kommt ihr da schnell durch? Ist blöderweise ein bisschen... Okay, jetzt können wir dann... Sind alle da? Nee, der Hunter fehlt noch. Trotzdem Raw an, scheiß drauf. Also die Spinne musst du ja nicht mitmachen, weißt du, was ich meine?
Die Spinne spielst du halt im Boss. Und gut ist. Und Soul, ich grüße dich übrigens. Sorry, dass ich jetzt hier nicht so auf den Chat eingegangen bin. Aber das war hier teilweise ein bisschen. Wieso ich Gleichgewichtsaffinität spiele? Weil du eine höhere AE-Cleave-Range hast. Und zwar um einiges. Du kriegst durch Gleichgewichtsaffinität 3 Meter mehr. Ne, auf jeden Zauber. Und auf dem Ding ist es fast egal, ne? Auf Mondfeuer und so, das ist nice to have. Aber du musst überlegen, hier Prankenhieb und Hauen hat nur eigentlich einen kleinen Radius, aber 3 Meter auf jeder Seite macht extrem was aus. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu viel. Jetzt kommt dann gleich die Spinne noch. Bitte verkackt das mit diesen Bombengeschichten nicht. Haben, glaube ich, alle gekickt. Ich bleib jetzt hier in der Ecke stehen. Ich hoffe, die DDs sind clever genug da. Der Worry, das juckt ihn halt einfach nicht. Es juckt ihn halt einfach nicht. Haben wir da schon ganz gut was gecleaved hier. Also die Spinne, die kann eigentlich nichts. Wenn du die kickst, dann ist eigentlich, ne? Dann passiert da ja eigentlich überhaupt nichts. Bro, hier. Wir müssen halt eh schon weit auseinander. Meinst du, es ist eine gute Idee, da ganz in der Ecke alles zuzudingen? Ja, komm, dann gehe ich halt jetzt auf die andere. Das ist die Seite, wo du runterfallen kannst, ne? Hier, ich bin hier durchgefallen, das geht. Da ist keine Wand drin. Du hast hier in dem Ding, wo eigentlich nichts ist, hast du eine Wand dran, eine unsichtbare, aber hier natürlich nicht. Da kannst du runterfallen. Da habe ich einen Boss schon reset. Bro, ist das jetzt dein Scheiß ernst? Ist halt einfach stehen geblieben, ne? Ist halt einfach stehen geblieben. Ich bin Melee, juckt mich nicht, ob alles zugewoidet ist, juckt nicht, ob wir Platz zum Spreaden brauchen. Ich zieh durch. Scheiß drauf, ich bin Melee. Ich mach Damage. Stimmt, was der Worry. Ohne Scheiß, ich krieg so eine Panik, wenn ich da in die Ecke rein, ne, wenn der Boss halt resettet. Alter, ich hasse euch. Lauf halt einfach raus. Jetzt haben wir halt wieder keinen Platz. Jetzt muss ich wieder in die schlechte Ecke. Die schlechte Ecke. Also, das war jetzt nur minimal Overcap. Vielleicht 2 bis 3%. Ja. Nice. So nice seid ihr. Find ich richtig gut, wie geil ihr spielt. Jetzt haben wir da alles zugevoidet. So, jetzt fehlt dann nur noch, dass wir den Trash adden da hinten. Das ist nämlich schnell passiert. Fuck, ziehen wir lieber mal eine Wall, die machen komische Sachen. Okay, dann haben wir das wieder zugevoidet. Holy moly. Grüß dich übrigens, ne? Haben wir das ja noch geschafft hier. 16er mit Franzosen. Ich sag's euch, was haben wir für einen Ring? Tempo-Crit. Und ein paar Nyalota-Abzeichen. GG, Leute, schreibt er hier. GG, Guys, hat er geschrieben. Ich verabschiede mich, tue mich für den Run bedanken, ich bin ja nett. Und dann gehen wir raus aus dem Laden.